Willkommen zu Teil 2, Leute. Okay, noch 2 Minuten. Sehr wichtig. Hey, was ist hier los? Ah ja. 150. Okay, wir könnten halt echt noch was holen, ne? Aber Leute, ich denke, das passt. Wir brauchen gar nichts mehr. Das passt. Dann machen wir kurz unseren Kader. Leute, das passt. Sehr gut. So, bei mir Das lief's doch gut. gut. Ne? Man hat bloß zwei Einfach Picks, enttäuscht. genau. Ich bin einfach mega enttäuscht. Warum? Okay, das habe ich hingekriegt. Ja, weil ich dachte, dass ich hatte gerade kurz Bennett noch angenommen, hätte ich mit dir noch sprechen können, ob das noch irgendwie geht. Aber ja, das Problem war, ich habe zwei Verhandlungen, ja. Und es hat einfach nichts geklappt. Die, was ich jetzt sagen kann, weil es hat nicht geklappt und das wird auch nicht mehr klappen, natürlich, ich habe mich an die Regeln. War Gareth Bale, ich war mit den Verhandlungen, Mehr? aber Gareth Bale. Wow. Aber Real, und was ich geil fand, ich habe einen Spieler verpflichtet, ja, den Namen darf ich nicht sagen, also ein Pick hast du, also ein Pick kann man machen. Das Lustige ist, Ja. ich hab ein Transferangebot gemacht, hat auch geklappt, alles gut. Das Lustige ist, mein Assistenztrainer schickt mir eine Nachricht, Laie, sag ich, hä, ich will den nicht leihen, ich will ihn kaufen. Aber es ist doch ein Kauf, also irgendwie ein bisschen merkwürdig. Egal. Okay. Da Okay, dachte ich dann mir so, warte, ja, alles klar. ja. Ich habe mich im Mittelfeld verstärkt, Bitte schön. aber naja, nur in der Breite. Also es ist kein krasser Google Spieler, wieder sag ich jetzt da. schon. Oh. Okay. Und, achso, und Gnabry ist weg und ich konnte ihn nicht ersetzen, weil Real sich nicht gemeldet hat. Oh. Ja. Das heißt, also Pascal hat bloß einen Transfer, Heißt ein keinen. Pick. Keinen ganz so krassen, das heißt ein Pick. Ja. Also ich kann dir sagen, ich habe Du fängst an zu picken. ah ja, Boateng ist noch weg zu Arsenal für 30 Millionen. Geil. Ja, Ja, ich also ich habe 3 Transfers gemacht. Okay, wer fängt an zu picken? Ich. Ja. Mittelfeld hast du. Ja, nicht zu krass. Kennt man ihn? Ja. Sagen wir so, er ist in Deutschland bekannt, aber er ist nicht extrem Oh, krass. ist das ein Ehrenmann? Okay, kein ganz so krasser, aber Deutscher. Ich habe nicht gesagt, dass er Deutsch ist. Ich habe gesagt, er ist in Deutschland bekannt. Puh, okay. Das kann alles heißen. Es kann Bundesliga sein, es kann Deutschland sein. Axel Witzel. Alter Falter. Es Gar waren nicht so, gar nicht so falsch. Gar nicht so Dortmunder. falsch. Dortmunder. Nein, nein. Aber der Gedanke war nicht falsch. Ich habe mir Maximilian Eggestein gekauft. Ah, Junge, wer auf den Ach. kommt man nicht. 28,4 Millionen Euro, Alter. Welches Rating? 81. Oh Gott.
Hätte ich genauso sagen können, Sydney Friede, Ehrenmann. Ich hatte ja keine Kohle. Was sollte ich machen? Und dann Ey verkauft sich Gnabry und ich kann keine Leute, holen. Das ist so. Sydney Friede, wirklich absoluter Ehrenmann. Ja, bei WW Wiesbaden. Okay, dann du hast einen Pick. Ich habe Oh Gott. Positionen. LF, also im Sturm. Dann ein Torwart und einen Verteidiger. Ich würde gerne den Torwart treffen, gell? Ich gehe auf die Torwartposition. Du hast ihn geholt. Ederson. Was hast du gesagt mit hart treffen? Was hast du gesagt mit hart treffen, habe ich gesagt. Also hart treffen. Ich würde gerne den Torwart treffen, habe ich gesagt. Ah ja. Okay. Ich habe Krass, gesagt. Alter, bin ich ein Risiko eingegangen. Junge, Warum? also Torwart ist es nicht Ederson, weil ich wusste, Ja, schade. die, wo ich eigentlich. Habe ich Ederson ernannt vorhin? Nein, Weil ich habe ja. den hatte ich als zweite Wahl. Weil ich habe mir nicht gedacht, dass du dich traust, Derea zu holen. Hätte ich Aber nicht ich habe gedacht. nicht Becher, ich habe nicht Ederson, ich habe Alisson. Courtois. Okay. Courtois. Wäre ich nicht drauf gekommen. Keine Ahnung. Nee. Innenverteidiger habe ich Alderweireld. Okay, interessant. Courtois für 70 Mille, Alderweireld für 52, 53 halt. Und Neymar. Ach du Scheiße. Ja, für 170 Mille. Ist sogar vom des Wertes auf einmal runtergegangen in einem halben Jahr. Krass. Neymar, wusstest du, ne? Nee, ich hätte Nicht? Sané gesagt. Ich hätte Sané gesagt. Aber ich habe nämlich in der Winter, im Sommertransfer schon Neymar hätte ich. Ich hätte bloß nur noch annehmen müssen und Vertrag verhandeln. Aber jetzt war Okay. es halt erst im Winter. Aber Alderweireld, Courtois und Neymar. Krass, ne? Aber wenn es geklappt hat, uff, Alter. Darf man eigentlich Kader nennen? Ja, ne? Das schon. Der Kader ist so klein, Alter. Dann nenne ich mal meine Startelf. Ganz schnell. Courtois, Kimmich, Süle, Alderweireld, Alaba, Goretzka, Thiago, Neymar, Gnabry, Müller und Levi. Das ist viel besser. Ich hab mal durchgezogen. Ich habe Cavani wirklich behalten, gell? Krass. Und Ich habe jetzt was ich hast habe du gesagt, du für bleibst. Aufstellung? Neuer, Alaba, Hernandez, Ramos, Lacazette. Ach, Lacazette, jawohl. Arnold meine ich natürlich. Kimmich, Thiago, Coutinho, Coman, Lewandowski, Müller. Und Levi. Nichts. Cavani. Hast du Levi Cavani ist auf noch? der Bank. Stimmt, ich kann Cavani für Müller hinstellen. Hast du Levi noch? Ja. Okay, Leute, dann Kalender, ne? Warte, ich guck grad mal nach, ob ich das umbauen. Ja, stimmt, ich kann Cavani auf rechts ziehen, dann Cavani wieder raus und dafür Perisic. Ja, warum nicht? Passt. Dann Das mach darf das. man ja. Mannschaft bauen darf man ja, wie man will. Ja. Oh Gott, das kann ja nur schief gehen. Ich spiel gegen Real, Alter, und hab nicht mal Napri. Und ich gegen Juve, Piemonte, also Ronaldo, na, ist auch nicht so Welcher einfach. Scheißverein hat denn eigentlich jetzt geholt? Meine Ich Güte. hätte Assi machen müssen. Man United, ah ja. Na Ich jawohl. hätte Assi sein müssen. Und Warum? zwar Ronaldo holen von Juve, dann sind die kaputt und ich spiele gegen die. Das wäre lustig. Was meinst du, warum ich eigentlich unbedingt Bale holen Bale haben wollte, wolltest. ja? Ja, wegen Real. Alter, Bruno Fernandes bei mir ist für fast 100 Millionen zu real. Ja, dann lassen wir mal simulieren. Oh Okay, Gott. 3. Bist du schon drauf? Ja. 3, 2, 1. Let's go. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin fertig. Gehen wir erst zur Liga. Das ist sowieso, weil das sehen wir direkt. Boah! Bist du in den Top 2? Ja. Bist du deutscher Meister? 96 Punkte, sage ich schon mal. Bist du deutscher Meister? Ja, natürlich. Ich auch. 88 Punkte. Ich habe 96. Ey, ich habe zwei Niederlagen am Ende, in der Rückrunde. 85 Was soll Tore. das? Ich habe zwei Niederlagen in der Zweiter. Rückrunde. Gegen Ich habe wen? 0. Gar, Warte. Alter, ich habe in der Rückrunde alles gewonnen.
Wie alles gewonnen? Weil drei Unentschieden und null Niederlagen war schon Ach so. im Winter. Krass. DFB-Pokal? Zweiter meiner Liga. DFB-Pokal? Ach so. Dortmund. Leipzig, dann Dortmund, dann Leverkusen. Warte, Abstieg. Abstieg Union Berlin und Paderborn, Mainz Relegation. Ey! Union und Paderborn ist bei mir auch Paderborn letzter, Düsseldorf Relegation. Mainz ist 12. Bremen ist 5. LOL. Wie sieht's bei dir aus im Pokal? Im Pokal. Ja. Oh. Okay, ah. Hast du ihn gewonnen? Also Viertelfinale habe ich 2-1 gegen Leverkusen gewonnen. Ja. Habe ich 2-1 gegen Leipzig gewonnen? Und im Halbfinale habe ich dann gegen Leipzig gespielt, 2-1 gewonnen und Dortmund gegen Hertha 3-1 gewonnen. Und Finale? Habe ich 2-0 gegen Dortmund gewonnen. Ach, halt doch dann, ach Mann. Und du? Ich bin im Halbfinale gegen Dortmund rausgeflogen. Wie viel? 1-2. Oh, es ist bitter. Das heißt, in der Liga kriegen wir beide 17 Punkte. Im Pokal gibt es für jede Runde nur einen Punkt. Das heißt 18, 1, 19, 2, 20, 3. 21. Ne, 20 habe ich, 20 Punkte habe ich. Ich habe da 5, das heißt, ich bin bei 22. Okay, Ja, auf 2. 22 durch 20 kann man sich gut merken, ne? Genau, 2 Punkte mehr. Ja. Champions League. Ob man wollen oder Nächster, nicht? erst Achtelfinale. So, im Achtelfinale habe ich. Was Okay, machen wir? sag du zuerst. Schon im Achtelfinale raus. 4-2 Gegen gegen Real. rausgeflogen. Ja. Krass, ich nicht. Ach, hat doch da. Ich habe 3-0 gewonnen mit Juve. Spaß. Ich fliege immer mal raus. Spaß, Junge. Ich habe einfach im Achtelfinale gegen Juve 3-0 verloren. Nice. Mit Neymar, mit Levi, mit Müller, mit Gnabry, mit Courtois und so. LOL. Dann kriegen wir beide nur 4 Punkte und dann war es das schon. Was für 4? Nein. Warte mal, 2 Punkte für die Gruppenphase auf jeden Fall. Hä, Und ich glaube, wir echt kriegen noch? trotzdem. Ich hab die Regeln hier. Ja, mach die mal auf, weil ich glaube, fürs Achtelfinale, wenn du es gespielt hast, kriegst du Champions trotzdem League. Punkte, aber dann. Champions League 2 Punkte. Für die Gruppenphase, ja. Nein. Oder? Wenn du die Gruppenphase überstehst, kriegst du 2 Punkte, soweit ich weiß. So bin ich informiert. Ah, stimmt, wenn man ins Achtelfinale kommt, 2 Punkte, genau. Also haben wir bei, hast du 22 und ich 24 Punkte. Ja, Alter. Wer Uff, hat aber bei dir gewonnen? das geht noch. Das geht noch. LOL! Juve. Tottenham hat 1-0 gewonnen gegen Man City. Bei mir hat Tottenham. Blablabla. Warte mal. Ich sag's mal genau hier. Bei mir hat gewonnen Tottenham gegen Piemonte. 2-0. LOL. Oh. Tschüss. Real haut Tschüss. im Achtelfinale. Chelsea 7-2 raus. Im Viertelfinale verliert aber Real 1-2. So, mein Lieber. Jetzt. Ja. Jetzt entscheiden die Dreher des Monatspreise. Alter, du hast 22, ich 24, ne? Okay, hast du einen Trainer des Monatspreis? Ja. Hast du Trainer des Jahres? Nein. Ich auch nicht. Also, auf drei hauen wir raus, wie viel Trainer des Monatspreise. Ja. 3, 2, 1, 3. 3. Du hast auch 3. Ja, das heißt, ich Verdammt! habe gewonnen Oh. 27 zu 25. Aber es war knapp. Es war knapp. Alter, enges Ding, Digga. GG. Hammer. Hammer. Alter. Torjäger Liste, mal kurz gucken in der Liga. 31 Levi. Wie viel hat Neymar? LOL, Neymar ist einfach gar nicht dabei. Der war einfach nicht gut. Okay, Leute. Ich muss mal gucken, ob irgendwelche Nachwuchsspieler gespielt haben oder Okay, so. ich beende kurz das Video schon mal. Ah, Okay, ja.
Leute, danke fürs Zuschauen. Also wie gesagt, erste Dings ging schief, erste Challenge. Wegen zeitlich und alles. Hat nicht hingehauen. Dann haben wir es jetzt neu aufgenommen. Neu gemacht, neu aufgenommen. War echt stark, war cool. Danke dir, Pascal, dass du mitgemacht hast. Kein Ding. Ich Check mich werde ab auch auf sein Instagram, Pascal Frock. Instagram, genau, Instagram werde ich verlinken von ihm. Dann danke fürs Zuschauen, lass gerne einen Daumen da und ein Abo. Bis zum nächsten Video oder Stream und ciao.